So, moin zusammen. Es ist mal wieder etwas Neues gekauft worden. Stimme hat zugeschlagen. Und zwar hat sie einen Gaskocher gekauft. Einen Camping-Gaskocher. Den will ich euch mal zeigen. Geht ja wieder nach Schweden dieses Jahr. Da hat sie gesagt, mein Freund, wenn du einen Fisch fängst, den brätst du auf gar keinen Fall im Bus, sondern der wird draußen gebraten irgendwo. Das tue ich mir nicht mehr an, kaufe ich dir einen schönen Camping-Gaskocher. Hat sie jetzt gemacht? Gut, teste ihm aus, das gute Stück. Der ist jetzt von Max Tan oder Max Thun, wie auch immer man das ausspricht. Das ist einer der weltgrößten Hersteller eigentlich von diesen Camping-Gaskochern. Die werden ja unter vielen Namen verkauft, keine Ahnung, Enders Kochmann. Ich glaube, selbst dieser Camping-Gaskocher, das ist alles das Gleiche. Die sehen alle identisch aus. Ich glaube, die werden alle unter einem anderen Label vertrieben. Gut, dazu gibt es hier so einen schönen Plastikkoffer, wo man das gute Stück reinpacken kann. Wichtig ist natürlich immer, ja, was immer so wichtig ist, ne? Sowas passiert natürlich leider auch hin und wieder mal. Irgendwie ist eine Datei verlustig gegangen. Aber ich weiß natürlich noch, was ich vorhin gesagt habe. Und zwar geht es um das Gewicht des Kochers, weil das ist natürlich super wichtig für jeden Camper. Gewicht. Deswegen wiegen wir das Ding jetzt nochmal aus. So, und das ganze Teil mit Koffer wiegt dann 1892 Gramm. Oh, das ist eigentlich okay, denke ich mal, ne? Das war das, was ich eben noch sagen wollte. Und jetzt geht's weiter. Und zwar zeige ich euch, wie man das ganze Ding nämlich anschließt. Und das ist ganz einfach. Und zwar so. Und zwar ist das relativ simpel. Deckel ab. Und dann gibt, gibt es so eine kleine Aussparung. Diese Aussparung wird dann hier oben in diesen, unter diesen kleinen Nuppel. Dann gibt es hier so ein kleines Ventil an der Seite, so ein Ventilkopf. Ich drehe das mal so rum. Da wird die Gasflasche einfach so reingesteckt. Und dann verriegelt man die ganze Geschichte mit diesem Hebel. Ich hätte jetzt gedacht, dass das Ding hier noch irgendwie geblockt wäre, ist es aber nicht. Und dann macht man den Deckel wieder zu. Es ist ziemlich windig hier heute. Da ist so eine Piezo-Zündung drin. Dann drücken wir das ganze Ding auf Max. Und dann läuft der Hase schon hier. Könnt ihr das sehen? Ne, könnt ihr nicht sehen. Es ist mir richtig kalt hier. Boah. Und wie es immer so schön ist, ich habe noch mal was vorbereitet. Ein Topf und ein Liter Wasser. Das ist ja mal so ein Test, den man macht. Wie lange braucht man praktisch, bis ein Liter Wasser anfängt zu kochen? Und das testen wir jetzt mal. Problem an der ganzen Sache wird wahrscheinlich sein, dass es hier so windig ist und so kalt ist heute. Dass die Flamme wahrscheinlich schon ausgeht. Das ist schon mal Deckel weggeweht hier. Deswegen verlagern wir das Ganze mal nach vorne in die Ecke. So, die Flamme ist auf jeden Fall an, Max, aber es ist auch hier noch extrem windig. Bin mal gespannt, ob das überhaupt anfängt zu kochen. So, der Versuch muss neu gestartet werden. Das ist nämlich so windig draußen. Ein Liter Wasser rein. Feuer frei. Das ist schon echt genial, wie einfach das eigentlich ist. Topf drauf. Und die Zeit läuft. Ja, was machen wir jetzt so lange wir warten, bis der Liter Wasser kocht? Essen wir mal eine Banane. Stimme schüttelt den Kopf. Kurzer Zwischenstand. 2 Minuten 30. Und die ersten kleinen Bläschen kommen sogar schon.
So ist natürlich hier absolut Windstille drin. Außer Stimme, die macht gerade so viel Wind. Aber ansonsten. Und du hast keinen Deckel drauf. Ja, und ich habe keinen Deckel drauf. So, in der Zeit, wo es hier so vor sie hinköchelt, nehme ich und gebe ich euch nochmal die Maße. 28 tief und 34 cm in der Breite. Und die Höhe wäre so im Schnitt 8 cm. Und sage und schreibe, wir sind jetzt bei 4 Minuten 40. Es kommt schon echt Bewegung rein hier in die Geschichte. So, Wasser kocht bei dann jetzt 5 Minuten und 40 Sekunden. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Ich muss sagen, das Wasser hatte ich kurz vorher aus dem Wasserhahn genommen. Also es wird nicht wirklich warm gewesen sein. 5 Minuten, das ist schon echt ein guter Schnitt. Das sieht natürlich draußen etwas anders aus, mit ein bisschen der Wind weht und so. Kann man vielleicht noch mal so die ein oder andere Minute dazugeben. Aber also ich tippe mal, so ein Liter Wasser schafft man mal locker in 8 Minuten. Was mich wundert ist, warum macht man das eigentlich immer mit Wasser? Denn viel wichtiger ist es doch nun wirklich zu wissen, wie schnell ist eigentlich der Speck fertig hier, Mensch? Der Speck muss doch fertig werden, Mann. Wasser. Außerdem hat Stimme mich gerade rausgeschmissen und hat gesagt, so mein Freund, den Speck, den drehst du draußen raus. Aber auch hier muss ich natürlich wieder mal sagen, das ist doch schon gar nicht so schlecht. Also ganz im Ernst, das Teil ist echt super, kann man empfehlen. Macht echt Sinn, sich so einen kleinen Campingkocher, glaube ich, zuzulegen, gerade wenn man draußen ein bisschen rumbrutzeln will. Der Speck ist auch super gelungen. Guckt, wo ihr so ein Teil günstig bekommt, weil wie gesagt, die Bauform ist eigentlich von allen Dingern irgendwie identisch. Das beste Angebot kann man einfach zugreifen, egal was da für ein Name draufsteht, glaube ich. Macht gar keinen Sinn. Oder ist völlig egal. Wenn ihr also wissen wollt, ob Stimme und ich das schaffen, in diesem Jahr in Schweden einen Fisch zu fangen, auf diesem Kocher hier, diesen zuzubereiten, dann abonniert doch den Kanal. Wir sind selber mal gespannt. In diesem Sinn, mach's gut. Wir sehen uns. Tschüss. Gibt's hier was zu essen? Oh, Stimme, wir was essen. Natürlich Stimme.